Ich habe 7 verschiedene Ringe gekauft und getestet. In diesem Video zeige ich dir, was die Unterschiede sind und worauf du beim Kauf achten solltest. Erstens Holz oder Plastik? Ganz eindeutig Holz. Holz liegt besser und angenehmer in der Hand. Es hat einen merklich besseren Grip, vor allem deshalb, weil Holz Schweiß absorbiert. Plastikringe hingegen werden schnell rutschig und sind deutlich unangenehmer. Ein Argument für die Plastikringe ist die längere Haltbarkeit bzw. die Wetterbeständigkeit, was meiner Meinung nach aber nur bedingt stimmt, da auch Plastik mit der Zeit spröde und brüchig wird. Deshalb nochmal, kauf dir auf jeden Fall Turnringe aus Holz. Zweitens, wie dick sollen die Ringe sein? Standard sind 28 mm, es gibt aber auch Ringe, die 32 mm haben. Dickere Ringe haben den Vorteil, dass sie etwas mehr Auflagefläche bieten und dadurch den Druck besser verteilen, was speziell am Anfang nicht schaden kann. Jeder, der schon mal einen Muscle-Up im False Grip probiert hat, der weiß, wovon ich spreche. Dafür sind die dickeren Ringe aber auch etwas teurer. Es gibt hier keine klare und eindeutige Empfehlung. Das kommt etwas darauf an, wie groß deine Hände sind und was sich für dich persönlich besser anfühlt. Solange die Ringe irgendwo zwischen 28 und 32 mm liegen, ist es schlussendlich vollkommen egal, wie dick die Ringe sind. Es wird die Qualität deines Trainings nicht beeinflussen. Alle Ringe, die wir getestet haben, sind zwar durchaus verwendbar, aber nicht alle Ringe waren gleich gut verarbeitet. Manche sind schön glatt und absolut sauber geschliffen, andere hingegen weniger. Eine raue Oberfläche ist für das Training nicht akzeptabel, aber auch kein riesiges Drama, denn mit etwas Schleifpapier lassen sich kleinere Fehler ausmerzen. Drittens, die Gurtbänder. Lange Gurtbänder sind immer besser als kurze, ganz einfach deshalb, weil du so flexibler bist und die Ringe höher oben montieren kannst. Wie breit sollen die Gurtbänder sein? Grundsätzlich gilt, je breiter das Gurtband ist, desto robuster und langlebiger wird es sein. Dafür ist es aber auch schwerer und klobiger. Ich persönlich nehme meine Ringe oft mit in die Natur und bevorzuge die dünnen Gurtbänder, weil sie einfach leichter sind und sich besser verstauen lassen. Bis auf ein Gurtband haben hier alle ganz gut abgeschnitten. Dieses eine Gurtband sah so aus. Natürlich geht das gar nicht und wir haben das Gurtband sofort wieder zurückgeschickt. So ein Fehler stellt eine echte Gefahr dar und ich empfehle dir, immer die Gurtbänder vor jedem Gebrauch zu kontrollieren. Teurere Modelle haben meist noch eine eingestickte Längenmarkierung. Das ist zwar ganz praktisch und nett, ist aber nicht unbedingt notwendig. Es geht auch ohne die Markierung. Viertens, Verschlussschnallen. Hier haben wir grundsätzlich 2 Qualitätsstufen. Die günstige Variante aus Gusseisen oder die super hochwertige Variante aus Edelstahl. Der Unterschied liegt nicht in der Sicherheit. Ich denke, beide sind absolut sicher. Auch über die Haltbarkeit mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Der Vorteil der teuren Edelstahlschnallen liegt an der einfacheren Bedienung. Sowohl das Einfädeln als auch das Einstellen mit diesen hochwertigen Verschlussschnallen ist etwas einfacher. Extras. Manche Ringe kommen inklusive Türanker. Nun ist die Tür sicher nicht die ideale Befestigungsmöglichkeit für Ringe, aber mit einem Türanker hast du zumindest die Möglichkeit, damit zu trainieren. Wenn das für dich interessant ist, dann achte darauf, ein Modell mit Türanker zu kaufen. Diese sind nicht bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten. Die günstigen Ringe kosten um die 30 Euro, die teuren um die 50 bis 60 Euro. Unsere 4 Testsieger habe ich unten verlinkt. Ich hoffe, das war hilfreich. Alles Gute und bis bald.